International Management. Also ich vertrete ihn. Sie. Matthias als Frau ist wirklich super. Ich habe den nicht erkannt. Ja, erstaunlich scharf. Ja, Wahnsinn. Ich war fasziniert. Fasziniert. Die meisten konnten es gar nicht glauben, dass ich das bin. Die meisten haben mich auch gar nicht erkannt. Selbst meine eigene Mutter hat mich noch nicht mal erkannt. Was mich total froh macht, weil die Verwandlung doch dann echt aussieht. Im ersten Moment hat es ein bisschen gedauert, sich den Mann wegzudenken. Aber mit der Zeit hat sich das irgendwie gedreht, weil dann habe ich wesentlich mehr Stunden mit ihm als Frau verbracht. Mittlerweile mag ich meine Figur Alexandra total. Ich finde die sehr bezaubernd, sehr süß. Es macht wirklich Spaß, einfach in diese Frauenklamotten aufzusteigen. Sag mal, hast du etwa noch die Möpse an? Ja, so. Sag mal, findest du das nicht komisch? Nee, wieso? Was hast du denn da eigentlich auf dem Kopf? Das ist ein Haarreif, den hat mir die Sarah geschenkt. Das mag ja sein, aber du nimmst sofort diesen Haarreif ab und ziehst die Möpse aus. Nee, mach ich nicht, ja. Ich muss das doch empfinden, ich muss mich einfühlen. Er hat ja ein schönes Gesicht, er ist ein schöner Mann, also und warum soll es nicht funktionieren, ihn zu einer ganz besonderen Art von weiblichen Schönheit auch hinzuschminken? Meistens werde ich um, sagen wir mal so, gegen 7 abgeholt. Ich brauche so eine Stunde, eine und eine Viertel. Mittlerweile ist es Routine. Schnelle Handgriffe, zack, zack, Kontaktlinsen rein, Wimpern, Rouge, Perücke auf. Das ist geübt mittlerweile. Und stehe halb 9 schon wieder fertig im Set. Im Vorfeld bei den Proben hatte ich ihn halt mit Perücke gesehen, auch mal im Kleid, und da war ich mir nicht sicher, ob das aufgeht. Aber in dem Moment, wo er die Frau spielt, finde ich, macht er das schon sehr gut, und ich glaube schon, dass er als Frau durchgeht. Der braucht nicht tuntig und so überdrehen, um Frau zu sein. Ganz im Gegenteil, der holt das aus sich heraus und spielt eben, der ist Alexandra Honk. Er war es einfach. Diese Frauenklamotten, Hanna, reden wir wirklich immer ein bisschen wie Freundinnen. Das stimmt. Ich hatte dann auch irgendwann tatsächlich, hatte ich das Gefühl, ich sitze da mit einer Freundin und unterhalte mich. Die hat auch immer einen guten Spruch parat. Die sagt auch immer was Intelligentes, so unter Freundinnen. Weißt du was, Sarah? Hm. Ich denke, du hast Schiss, ja? Du hast Schiss. Aber der Mann, der hat auch Schiss. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht mehr richtig verlieben. Spinnst du? Da kann ich mich verlieben. Ja, ja, aber da musst du auch schon mal ein bisschen was riskieren, ja? Da musst du auch schon mal die Tür aufmachen. Das wird, glaube ich, der größte Spaß an diesem Film sein, ihn in dieser Rolle zu erleben. Matthias, eine Frau wird es, muss sitzen. Das ist alles, wo ich sage, das ist etwas, was sich sehr, sehr sehen lässt. Jeder Regisseur verliebt sich in seine Hauptdarsteller. Und das ist auch gut so.